Ich begrüße Sie zur 10-Minuten-Andacht des Kirchenkreises Walsrode. Heute hier aus Bad Fallingbostel. Wir befinden uns vor der St. Dionysius-Kirche, die gerade renoviert wird. Jetzt sind die Bauarbeiter dabei, das Gerüst abzubauen. Es ist ein schönes Bild dafür, dass wir uns gerade zwischen den Zeiten bewegen. Am vergangenen Sonntag hatten wir den Ewigkeitssonntag und wir haben an unsere Verstorbenen gedacht. Vor uns liegt am kommenden Sonntag der erste Advent. Zeit der Erwartung, Zeit der Ankunft dessen, der kommen soll. Und nun herzlich willkommen in der Kirche. Wir stehen vor dem Altar und halten Andacht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir hören nun das Lied »Du bist ein Gott, der mich anschaut«. Die biblische Losung für den heutigen Freitag steht im Psalm 94, Vers 9. Dort heißt es, der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören? Der das Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen? Einige Gedankensplitter zum Tag. Gott hört, Gott sieht. Gott sieht das Elend dieser Welt. Er weint über das Elend dieser Welt. Gott weint über Jerusalem. Gott trauert über die Toten,
Er tröstet die Trauernden. Gott ist stärker als der Tod. Er besiegt den Tod. Er will das Leben. Gott sendet seine Kinder in diese Welt. Sie bringen seine Botschaft mit. Sie tragen seine Ohren. Ihnen sind seine Augen eingepflanzt. Sie dürfen hören. Sie dürfen anschauen. Sie sollen alles Leid dieser Welt vor ihn bringen. Und er wird ihnen Kraft geben, diese Welt zu verändern. Und Gott fängt bei seinen Kindern an. Er verändert mich, er verändert dich. So verändert er die Welt durch uns. Der Advent steht vor der Tür. Wir warten seiner. Wenn Gott uns in sein Licht eintauchen lässt, wird es uns verändern. Wir werden in das Liebesmeer Gottes eintauchen und als veränderte Menschen wieder auftauchen. Gott liebt. Gott ist Liebe. Gottes Schöpfung ist liebenswert. Wir werden sie und uns selbst, unsere Nächsten und unsere Feinde mit neuen Augen sehen lernen. Gottes Augen sehen anders. Gottes Ohren hören auch die lautlosen Töne. Gott liebt. Amen. Ich gehe nun zur Osterkerze, um uns das Licht anzuzünden. Er, ich lege dir die ans Herz, Gott, die mir am Herzen liegen, in der Nähe, in der Ferne. Gütiger Gott, lass uns deiner Gnade und Liebe wieder neu bewusst werden. Mit deinem Sohn hast du uns alles geschenkt. Wir dürfen uns voll Vertrauen in deine väterlichen Hände begeben. Beschenke uns mit neuer Kraft, dass wir bewirken können, was du segnest. So beten wir gemeinsam mit allen Christen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich zu schützen vor der Gefahren von rechts und von links. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Der Herr
sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich und behüte dich der liebende und fürsorgende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.